Diese Videoreihe geht um RetroShare und wir sind jetzt im ersten Teil. Wir schauen uns heute an, wie wir RetroShare installieren können und was uns da heute erwartet. Seht ihr hier, also als erstes schauen wir, wo man RetroShare herbekommt, welche Version die richtige für uns ist, vergleichen Installer mit der portablen Version, schauen uns dann, wie wir die portable installieren können und zu guter Letzt, wie wir ein Profil erstellen. Der erste Schritt ist natürlich, euren Browser zu starten. Bei mir ist das der Mozilla Firefox. Dazu gehen wir dann auf google.de. Und suchen da einfach nach RetroShare. Und der erste Link ist auch schon der richtige. Den findet ihr in der Videobeschreibung und hier müssen wir dann nochmal auf Downloads klicken. Und dann sehen wir hier schon die drei Versionen. Und ja, da sehen wir zum Beispiel eine Installer-Version und zu guter Letzt die letzte Version ist dann die portable Version. Und die portable hat einige Vorteile gegenüber der Installer-Version. Und zwar hat man alles, was mit RetroShare zusammenhängt, in einem Ordner. Es werden keine Windows Registry-Einträge geschrieben. Es wird auch kein zusätzlicher Ordner in Application Data angelegt, also zum Beispiel für die Profile, die dort normal gespeichert werden von Programmen. Sein eigenes Benutzerprofil kann ganz einfach ein Backup erstellt werden, indem er eben diesen Ordner kopiert, in dem RetroShare ist. Und auch beim Update werden sich da einige Vorteile ergeben. Das geht nämlich schneller. Und als schöner Nebeneffekt, wer Portable Apps nutzt, der kann das da einfach integrieren. Also laden wir dann mal die Portable herunter. Jetzt kommen wir dann auf die Download-Seite und jetzt müssen wir einfach ein paar Sekunden warten. Falls es nicht klappt, einfach Direct Link oder Mirror, aber bei uns klappt's. Können hier gerade auf Datei speichern gehen. Und wir sehen schon, es ist eine ZIP-Datei. Windows kann die out of the box öffnen. Oder wir benutzen eben ein Programm dazu. 7-Zip zum Beispiel oder in meinem Beispiel ist es WinRAR. Wenn es dann runtergeladen ist, einfach mit dem Doppelklick öffnen. Und den Inhalt dieser ZIP-Datei, der muss jetzt in den Ordner entpackt werden. Den muss ich natürlich erst erstellen. Dazu gehe ich auf den Arbeitsplatz, auf die Festplatte. Ich mache und erstelle ihn jetzt einfach mal unter Programme, wo ihr den dann hinstellt. Müsst ihr selber wissen, Rechtsklick, Neu und Ordner. Die Benennung ist auch relativ egal. Und jetzt kopiere ich einfach alles aus dem Archiv in diesen Ordner oder extrahiere es aus dem Archiv in den Ordner. Nach dem Extrahieren wird es dann noch in den Ordner kopiert. Und wenn das dann abgeschlossen ist, sollte der Ordnerinhalt so ähnlich zumindest aussehen, wie er bei mir jetzt ausschaut. Uns interessiert vor allem hier die RetroShare-Exe. Das ist nämlich das Hauptprogramm. Und wenn wir die jetzt ausführen, wie die beim ersten Start uns einen Assistent anzeigen, wie wir unser Profil anlegen können für RetroShare. Die öffne ich jetzt mit einem Doppelklick. Und hier geht der Assistent fürs Profil auf. Da kann ich dann einfach mal meinen Namen eintragen. Muss ja nicht unbedingt der echte sein. Eine E-Mail-Adresse. Und ja, das nächste, was jetzt halt kommt, ist das Passwort und das ist schon ein bisschen wichtiger. Da solltet ihr also darauf achten, dass es lang genug ist, dass es nicht nur Buchstaben enthält. Also zum Beispiel eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben. Und wer es ganz sicher will, nimmt noch Sonderzeichen dazu und kann auch variieren mit großen und kleinen Buchstaben. Ich nehme jetzt mal irgendein x-beliebiges, ist jetzt ja nur zu Testzwecken. Ja, und der Ort ist eben dafür gedacht, zum Beispiel, wenn man am Laptop, im Büro, zu Hause ist. Man kann nämlich verschiedene Profile anlegen. Also tragt da was Sinnvolles ein, dass ihr dann auch später immer wisst, für was das Profil gedacht war. Wenn ihr das dann alles ausgefüllt habt, könnt ihr einfach generieren. Den Button da unten.
So, jetzt ist unser Profil erstellt. Wir müssen jetzt nochmal mit dem Passwort bestätigen, das wir gerade ausgewählt haben. Und dann startet RetroShare auch schon. Jetzt müssen wir nochmal bestätigen, dass das Voice-over-IP-Plugin aktiviert werden soll. Können wir mit Ja machen. Dann kommen die Meldungen vom Windows Firewall. Natürlich lassen wir das zu, also nicht mehr blockieren. Ja, und schon ist unsere RetroShare-Installation fertig und wie wir dann weiterverfahren, das seht ihr im nächsten Video.